Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Witness. Ja, wir folgen der grünen Linie, den Fluchtwegen. Fluchtwege sind auf dem Boden markiert durch leuchtend fluoreszierende Farben. Die lotsen uns hier hin. Ja, wie schön da unten. Wir hatten uns das hier oben ja schon mal angeguckt. Mal vorgesprintet. Ich glaube, ich muss das wirklich Step für Step. Wie ich das erste Rätsel finde, muss ich es machen. Aber, weiß nicht, ich will mich immer umgucken. Ich gucke so gerne. Ich bin so ein Gucker. So ein. Ich gucke doch gerne. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. Ich gucke halt gerne. Ja, die Tür ist jetzt offen. Das leuchtet jetzt auch nicht weiter. Da oben ist noch zu. Es ist noch zu. Da ist noch was. Wie gesagt, ich mache das jetzt Step für Step. Was ich immer sehe, das mache ich. Und dann machen wir das jetzt auch. Ja, genau. Das kann ich. So. Das kann ich. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Das war doch absolute Schiebung. Er war gar nicht da. Nee, nee, halt, so. Können wir das jetzt so? Nein, das können wir auch nicht. Das so? Nein, das geht. Opa, auch nicht. Was ist denn, wenn wir es so machen? So. Aha. Bestimmt der umständlichste Weg, auf dem das hier machbar ist. So, so, so. Ja. Das kriege ich auch noch hin. So. Ja. Und das Ganze nicht in 9 Minuten wie das letzte Mal. Ich bessere mich doch. Ich gucke mich nicht mehr so viel um und auch. Schön. Räume hier mit dem Lichtspiel. Gesagt, getan. Palme im Hintergrund. Screenshots. Unten ist auch noch. Dahin. Bestimmt schon wieder nie ausgeredet. Ich habe vorhin irgendwas gesagt. Irgendwas angefangen von wegen bla und hör euch zu. Ihr hört mir zu. Ach. Ui, darf ich mir jetzt wieder aussuchen? Halt, stopp. Nein, ich dahin. Tollerer aus. Da komme ich doch nicht wieder durch. Da komme ich doch auch nicht durch. Ist das kaputt? Das ist doch kaputt, das Spiel. Das geht doch gar nicht. Aha. Wenn ich die Seiten vertausche, hab ich. Bin ich immer blau? Immer blau? Ja. Schau an. Leichtes Tennis. Obwohl ich damit eigentlich nicht sagen wollte, dass Tennis leicht ist. Eigentlich doch. Eigentlich habe ich das gesagt.
Fehlt noch einer. So, nein, das geht nicht. Dem Wege muss ich denn da rein? Es ist bestimmt hier wieder so negativ gegeneinander verdrehte Taktiken. Funktioniert gar nicht. Muss hier anfangen. Erst den gelben. Dann nehmen wir den da mit. Muss ich denn da lang? Da lang. Den nicht auch anders einsetzen. So, bleiben immer noch die beiden übrig. So, jetzt kommen wir wieder an meine gedanklichen Grenzen. Aus. Wie bin ich da jetzt lang gegangen? So. Ich muss doch den da noch mitnehmen. Komme ich nicht mehr zum Ausgang. Ah. Jetzt wird's wieder knobelig. Nehmt noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Das ist sehr schön. Hilft es uns doch, wenn ich da oben anfange? Ich glaube nicht, weil mit dem Gelben muss ich ja den da einsammeln. Ich komme ja hier nirgendwo mehr durch. Nicht gut. Nicht gut. Das, die Paste war klar. Ich wollte nur wieder zurück auf Anfang. Ah, die Landschaft hier so ist schon ganz schön, ne? Bisschen im Hintergrund mit so einer. So eine abgespaceden Boje auch einfach. Ja. Das wird, glaube ich, nichts mehr diese Folge, Leute. Wofür war dieser Zettel, den wir da hinten gefunden hatten, in diesem Bunker? Ich würde ja ganz gerne so machen, aber ich muss doch so diesen Gelben nach da bringen. Ja. Genau der ist am Blinken. Ich hoffe, ihr hört mich, wenn ich hier so vor meinem Mund rumfummel, wegen gedanklichen Einschränkungen. Zip. Nein. Nein. Da fehlt der da. Kann ich das nicht irgendwie umgehen? Wenn
ich jetzt so. Nein, 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 nein. Geht der dann noch? Oh Gott. Wieder mal sind, seid ihr bestimmt wieder 5 Minuten am Schreien. Ah. Grün, schwarz. Hier haben wir blau, gelb. Da haben wir schon 2 aus. Oh. 2 Ausgänger. Ha? Über einen Ast gelegt. Ist unsere letzte Aussicht. Da leuchtet es immer noch grün. Das ist natürlich sehr schön. Ha? Ganz schön knifflig. Muss ich ja zugeben. Nein. Schon wieder am Ende meines Hauspads angekommen. Das geht nicht. Was ist, wenn wir erst das? Nein. Was ist, wenn wir so rumhantieren? Da rein. Nein. Auch nicht. Muss hier eigentlich kurz abbiegen. Was ist, wenn wir das so rum abholen? Blockiere ich da oben das? Aha. Das ist natürlich auch ganz schön fuchsig hier. Ich muss ja so, so und dann da. Nein, so rum kann ich. Und das fürs erste Rätsel, Leute. Es wird doch immer schwieriger eigentlich. Der Witzgala. Ah. Das geht ja. Bleibt eine gelbe. Hallo, gelb. Halt, stopp. Oder sehe ich den nur gelb nur nicht? Irritiert. Habt ihr hier einen gelben gesehen? Ich nicht. Also. Das ist jetzt der Trick. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es nicht mehr so gut. Ich sehe es fast nicht mehr, ich sehe es gar nicht mehr. Ich muss mir jetzt merken, wo ich lang fahre. Uff. Ja.
So. Ei der Daus. Bin ich jetzt da? Nee, da, ne? So, so, so. Oh! Also, da habt ihr euch aber mal was Nettes ausgedacht. Das ist ja genial. Und arschig. Das macht dich ja kaputt im Kopf. Habt ihr das vor mir erkannt, dass das so sein soll? Ich dachte erst, das wäre ein Bug. Oh, Gottes Willen. Ah, so, gehen wir wieder hoch. Schauen wir mal, wo uns das Ganze denn hinführt. Das wird wahrscheinlich denn hier oben die Tür sein. Wie, jetzt hätte ich hier einfach hochgekonnt? Warum sonst außen rum gerannt? Ja, sehr schön. Aber hier ist immer noch aus. Könnte ich das erklärt bekommen? Ach nee, ist auf. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das kriegen wir hin. Das ist machbar. Über den da unten komme ich gar nicht drüber weg. Der ist echt, ja. Piep. Nicht dein Ernst. Ich soll jetzt nicht da machen, damit ich die da treffe, oder? Ich darf doch hier wohl malen. Halt, stopp. So, zurück, zurück, zurück. So. Nein. Das geht nicht. So geht's aber. Oh. Ups. Und rum. Uiuiui. Also, wir gehen hoch, ganz nach hinten. Rüber und dann so ein S zurück. Das muss ich bestimmt nachmalen. Hier verkehrt. Hoch, ganz rüber. So und dann S zurück. Nicht euer Ernst. Das merke ich mir doch nur einmal. Oh, Leute. Könnt ihr nicht machen. So ist das ja relativ einfach, aber... so. So, glaube ich, ne? Oh, nicht euer Ernst. Jetzt habe ich ja auch noch verschiedene Möglichkeiten. Ah. Das, also ich hätte aber nicht gedacht, dass das so gut mit dem Übertragen klappt. Mit dem Merken bin ich eigentlich nicht so gut. Also, wenn wir hier lang gehen und da lang gehen, kann ich hier lang hoch. Und das geht. Das geht. Einmal so runter, ganz hoch, runter und dann rüber. Und ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Runter, ganz hoch, rund. Wie? Muss ich jetzt nochmal machen? So. So ist aktiviert. Boah, ist das gemein. Das Gemeine ist ja, dass es spiegelverkehrt ist. Also wir gehen runter, hoch, runter und dann rechts. Runter, hoch, runter und dann links.
runter, hoch, runter und den ganz außen. Runter, hoch. Runter und dann so. Muss ich das jetzt auch noch spiegeln? Hoppala, so, 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 so. Ihr macht mich kaputt. Macht mich kaputt. Das ist gespiegelt. Das geht runter und das geht hoch. Das war doch hier noch nicht. Oh. Ich brauche gleich erstmal Wasser. Sowas. Sowas kann ich. Sowas kann ich. Übertreibt nicht eure Rollen. Oh, werde ich jetzt beschossen? Bleibt mal lieber hier ganz vorne stehen. Nein, ich gehe nicht schneller. Was tut es? Was tut es? Umatan spielt Rocket Leech. Öff bei dir. Nur zur Info, das kam gerade als Pop-up von Steam. Ah ja. Ah ja. Und jetzt habe ich den Mond beschossen. Ich habe einen Laser aktiviert und der geht da hinten hin. Da hoch? Darf ich da hoch, bitte? Bin ich fertig? Spiel kaputt gemacht. Okay. Das ist aber nicht screenshot-freundlich hier. Also. Grün ist ja in Ordnung. Zack. Aha. Jetzt laufe ich aber nicht bis da hinten zum Berg. Striche im Himmel. Freunde, ich würde sagen, wir haben schon wieder Überlänge. Striche im Himmel. Mit diesen Strichen werde ich mich jetzt wohl verabschieden. Bis in die nächste Folge. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und, ja, ich glaube, ich mache jetzt auch erstmal Feierabend. Dann könnt ihr mir auch erstmal so ein bisschen was dazu schreiben. Nicht nur qualitativ, sondern was haltet ihr von dem Spiel? Also, ich bin sehr begeistert. Hier über diesen Strich gar nicht klar. Ihr seht das, ich verfolge das hier immer wieder. Muss man irgendwo anders hingucken. Das macht mich nicht da, weil das macht mich schon wieder neugierig. Wir stellen uns einfach mal hier vorne hin. So. Auch ein schönes Bild. Ja, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare rein, was ihr von diesem Spiel bisher haltet. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt dabei auch euren Spaß und ja, wie das Ganze weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.